this world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Herzlich willkommen bei lockergrill.de. Heute machen wir keinen Klassiker, sondern wir machen was ganz Außergewöhnliches, finde ich. Und zwar machen wir überbackenen Camembert im Dutch Oven. Und dafür habe ich schon den Dutch Oven vorbereitet. Und zwar habe ich den einfach mit Alufolie ausgelegt. Und jetzt werden wir Blätterteig und diesen kleinen, schon ein Riesending, dieses große Stück Camembert darin einwickeln und Preiselbeermarmelade ranmachen. Oder doch, Marmelade ist es, ja. Und dann kommt es in den Dutch Oven für so 20 Minuten. Und dann schauen wir uns mal an, ob das dann lecker wird. Schaut es euch an. So, also, ihr seht, es ist fertig. Das ist da jetzt drinne. Und zwar Blätterteig mit einem Loch. Das Loch soll da drin bleiben, dass irgendwie der Dampf oder die Hitze entweichen kann oder die Feuchtigkeit. Das habe ich auch nicht so genau kapiert. Ich mach's halt. Und ja, jetzt kommt's in den Ofen. Ist ja schon im Ofen, sondern es kommt jetzt die Briketts drauf. Die habe ich schon durchziehen lassen und dann so eine Viertelstunde. Schauen wir mal, was draus wird. Dann bis gleich. Hi. Der Käse ist jetzt für 23, 24 Minuten ist der jetzt drin im Dutch Oven. Und jetzt schauen wir mal. Das heißt, wenn der Blätterteig braun ist, dann soll er fertig sein. Ja, schauen wir mal. Dazu sage ich, dauert noch ein bisschen. Dann bis später. Check den Blog zwischendurch. So, leider hatte ich ein kleines Problem. Ich habe einfach zu wenig Briketts vorgefeuert. Das ist nicht richtig heiß geworden und sowas. Jetzt hat es doch ein bisschen länger gedauert. Ist aber auch so ganz schnell dunkel geworden natürlich. Ja. Aber jetzt schauen wir mal rein. Ich habe jetzt schon mal reingelunzt vorhin. Das war super. Jetzt schauen wir gleich nochmal. Und das sieht perfekt aus, denke ich. Geil, oder? Das sieht mal lecker aus, würde ich sagen. Perfekt. Also ist fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und macht's gut. Checkt den Blog, folgt uns auf Twitter, Facebook, alles Mögliche. Bis dann. Halleluja. Guten Abend.